So, und damit, hi Leute, was geht ab? Jetzt kommt zu einem gefahren. Black Mist willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein habt. Ja, wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Wir haben beim letzten Video die goldene Stadt abgeschlossen, haben diesen Fuba-Käfer da erledigt. Haben wir dieser goldenen Ratte geholfen. Gegen die wir jetzt auch hier kämpfen müssen. Komischerweise. Und halt, ich wollte mir erst noch eben hier Getränke holen, was ich gesagt habe, eine so eine Mixtur holen. Oder muss ich noch zusehen, dass ich irgendwie Schattenschlangenpilze, wie heißt, bekomme. Medizin herstellen. Maximal Leben. Nee. Den. Den brauche ich. Mann. Schlangenkopfpilz. Ja, so eine Kacke, ey. Schlangenkopfpilz, guck mal. Immer nur Schlangenkopfpilz. Mann. Ja, wer war denn da? Gucken wir auf den an. Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich davon mehr erinnere. Ob was bringt. Oder was nur eine was bringt. Oh, da war so dumm. Meine Kondition ist aus. Nein! Ui! Guter Trick! Yeah!
Alter. Trifft er mich dann auch wieder?阿弥陀佛，小施主，老衲乃是小须弥山之主，法号灵吉，也是这鼠药的看管之人。大圣允后，六根不灭，散落到了世间。这贼鼠私下寻得其中一根，因自身修为有限，难以炼化，于是生了歹心。 我不慎中了他暗算，连头颅也被他一并割去，做了存放根器、修炼邪法的容器，连带黄风岭再次生灵涂炭，我知罪也。此番重回大道，全赖施主智勇无双，这世上 应只有施主一人有资格保全此物，来吧，替我收好它。
人也，兽也，佛也，妖也。众生自有根器，持优劣为次第，可乱来不得。你说对吗，孙悟空？你风沙里走了这一遭，可曾寻到天尽头的古国？又可曾撞上胡昌坠崖，石头打架？只怕你聋了耳，又乱了心，越是贪图完满，越是搜不干净。鼠与虎都一样，没天命又不认命。小猴子，你听，那风里传来的都是求而不得的声音。Ja, schön, aber komm. Krieg Platten hier. Cool, Kapitel 3, wa? Klar, ja, das ist einfach eine Frage, natürlich, wie wir fortfahren. Wir kommen jetzt nur das Bild angucken. Kapitel 3, weißer Schnee, eises Kälte. Okay. Jetzt gegen die Kälte trotzen. Ja, mein kleiner dicker Buddha. Übergänge zwischen den Kapiteln finde ich halt ein bisschen Käse. Muss sagen. Ich weiß ja gar nicht, wie der hier hingekommen ist. Aber nicht schlimm. So, mal gucken.
Unterschied, ob du ein Fledermaussort bist. Schön, cool. Was habe ich denn für ein Artefakt bekommen? Ein Adler und? Kleines Goldstück, winziger Schau. Ja, toll. Mann, das wäre jetzt cool gewesen, wenn da so ein Geheimgang wäre, ne? Schön in den Bergen. Ich bin gespannt, was hier alle für Gegner gibt. Schneehügelfahrt. Ja, neue Rüstung. Waffe herstellen. Ja toll, was soll ich denn jetzt herstellen? Puh! Veredelter Eisensand. Aber oh, Verteidigung minus 30, Alter. Plus 13. Kalte Eisenblätter. Plus 1. Plus 3. Moin. Schon was kaufen, oder? Ja, 2 Stück. Wow. Und den kann ich auch wieder. Ne, das ist schon. Den werde ich mir auch immer noch mal holen müssen. Veredelter Eisensand. Achso, da für den komischen anderen Ding da. Plus 1 oder plus 3? Da kann man sich ja entscheiden, was man nimmt, ne? Achso, ah, perfekt. Frostresistenz, natürlich. Go, Brandresistenz, ja. Schade. Da sind eine Menge Gegner, aber ich glaube, die sind eingefroren.
Warte, treff mich nicht. Eine Sau, sag einfach. Ja, wahrscheinlich gegen Frostresistenz oder so. Für nicht gehen. Ich ja für meinen ersten Gegner oder den ersten Boss kommen. Das war jetzt und wieder über Gamik drin. Eingefroren. Okay, der kommt auf jeden Fall nochmal wieder. Aber hier ist halt gut, hier bringt Feuer viel. Zumindest bei dem Typen. Ja. Keine Truhe, nur Geisteressenz und Erfahrungspunkte.
Ich hänge jetzt echt an dem dummen Stein hier fest. Das hat eine Wucher. Noch so einer, zwei Stück jetzt hier. Das ist 104, Mann. So, ich dachte, ich bin jetzt irgendwie was Großartiges. Groß, was so. Tatsächlich, ist aber nicht so viel, ne? Boah! Da komme ich also nicht hin. Da komme ich also auch nicht hin. Ganz schick hier. Nur wie schon ramponiert. Walkie Gun. Wo ist denn dein? Boah, die hätte ich jetzt so übersehen. Für den Ansatz, alles gut. Dann brauche ich für den Stab, aber ich glaube, den behalte ich. Klar, jetzt zwei, ich glaube, hackt er da. Winziges Goldstück, Junge. Machst du ein bisschen mehr springen hier. Also so ein Fuddelscheiß. Okay, hier geht's weiter. Das hier. Alles Gegner, ich glaube. Da ist einer, der ist noch. Ja, genau, noch so einer, ich glaube. Oh,
Junge! Fand ein Witz. Boah, jetzt bin ich ja wieder da unten. Haben wir was Cooles Neues? Ich glaube nicht, ne? Ja, hab ich alles schon gemacht. Boah, Alter, was ein Arsch. Ja, das ist immer der Scheiß, wenn man so weit rennen muss. Jetzt kommen diese kackdämlichen Fledermäuse wieder. Was, wenn hier keinen Schrein gibt, das ist richtig assi. Du bist ein Dummsack. War der High Ground nicht gut. Alter, du hast 10er verhauen. Alter! Okay. Das hat nicht lange funktioniert mit dem. Bergspeer auch nur blau. Oh.
Och, wie so ein Frickengesicht, Alter. Ah, die Perle, Rarität. Gut, da kann ich irgendwo nicht rein. Puh, Glück gehabt. Mana ist komplett am Arsch. Cool, du Fledermaus. Boah, ein Plunder. Aber ja, sieht man nicht. Nichts. Gar nichts. Was tust du da? Das solltest du machen. Das ist mir viel zu ruhig hier. Schade, ich habe gedacht, der ist so eine coole Höhle hier oder so gehabt. Auch nix. Gar nix.斋念佛，诵经打坐，又有几个真的心如止水、清净无畏？你看看，这大风大雪的，还要这么拼命？一定也是为了那个玩意儿。你来之前，我算过一卦，你猜猜写的是啥？动不如静，有财无命。 既要送死，也不拦你。<咳>小西天土地在此恭迎天命人。Okay, ich kann nichts tun. Mann, ich hätte mich da noch gerne umgesehen.
Warum nicht Fledermaus? Cool, dass ich fliehen konnte, aber ich wollte mich da noch umsehen. Erstmal rasten. Auf dem See da. Okay. Wow. Mal gucken, was die Säule so gibt. Feuerglockenblume. Okay. Ja, kick an. Was Neues. Ich schwimme, der ganze gute Sun Wukong. Ich kann da nicht hinkommen. Kann ich da gar nicht. Kann man kaum schwimmen, oder? Da war noch. Was da ist im Arsch? Ja. War eine Truhe? Ja. Halt Eisenblätter, das ist cool. Also meditieren.
Schön, drei Stück. Frage ist, kann ich dazu hinlaufen? Auf Feuer. Ja, wohin weiter. Okay, gibt's da so nichts mehr. Ja, noch. Gut, haben wir uns ja jetzt eigentlich so mehr oder weniger hier durchgeprügelt. Müssen wir uns dann eigentlich auf den Weg mal tun. Und noch einer. 4 Punkte. Gut. Dann würde ich sagen, werde ich nochmal das Video beenden. Und dann im nächsten Video noch hingehen. Da. Boah, ist alles gesehen. Ja, müssen wir mal gucken, was man wohl so hinlaufen kann. Erstmal eine Runde rasten. Hab's ja nicht viel ausgegeben, aber ich weiß gar nicht. Und ja, dann mal sehen, was uns da erwartet. Schneelande sind bis jetzt noch recht entspannt. Das war der Affenkönig da. Oder Affenhäuptling, wie er hieß. Der war ja jetzt nicht so schwer. Der war flink. Ja, aber ist nicht so schwer, wenn man sagen würde, okay, der ist nicht machbar. Und ich als Nicht-Soul-Spieler komme langsam rein in das Ding, in das Spiel. Weil Elden Ring, wie gesagt, habe ich ja mit Mario gespielt. Aber gut. Gut, Kapitel 3, sind wir jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es gibt. Ich glaube, es sollten mal 12 geben oder so. Ich weiß es aber auch nicht. Irgendwas habe ich nur mal gehört. Haben sie doch gekürzt. Aber egal. Gut, das heißt, wir gehen im nächsten Video ab zu dem Häuschen da. Wenn wir überhaupt hinkommen. Und da mal sehen, was er macht. Ich glaube, hier in diesem Level gibt es auch diesen Drachenkampf, den man da überall immer gesehen hat, auch im Trailer, glaube ich. Aber mal abwarten. Wird sich zeigen. Jo, wenn wir sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne mal dabei. Mich ganz gerne sehr freuen. Wünsche ich euch jetzt aber noch einen schönen Tag. Bis sehen und Tschüss.